herzlich willkommen zu unserer 9. Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mal mit dem Schmerz beschäftigen. Wir haben uns ja in der letzten Woche schon unser somatosensorisches System angeschaut, also wie wir Informationen aus unserem Körper in unser zentrales Nervensystem, in unser Neokortex, in unser Wahrnehmungssystem bekommen. Und heute wollen wir uns eine Sonderform dieser somatosensorischen Wahrnehmung anschauen, nämlich den Schmerz. Dazu gibt es unser Lehrbuchkapitel aus unserem Lehrbuch von Rainer Schandri, Biologische Psychologie, das 16. Kapitel, das sich mit dem Thema Schmerz beschäftigt. Und aus diesem Lehrbuchkapitel hätten Sie jetzt schon einen groben Überblick bekommen sollten über die zentralen Leitungsbahnen und die zentralen Prozesse in der Schmerzwahrnehmung. Und wir wollen jetzt mal zunächst auf einen Sonderfall der Schmerzwahrnehmung eingehen, nämlich den Einfluss von Erwartungen und Hinweisreizen auf die Schmerzwahrnehmung. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung. Wenn Sie beispielsweise eine Impfung oder eine Spritze bekommen, dann bekommen Sie ja einen Stich mit einer Nadel in Ihre Haut und Sie wissen relativ gut, wann denn dieser Stich in die Haut auftritt. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, was denken Sie hier, was ist einfacher oder was ist hilfreicher für die Schmerzwahrnehmung, auch für die Reduktion von Schmerz? Sollten Sie eher hinschauen auf den Nadelstich oder sollten Sie eher wegschauen? Sollten Sie eher abgelenkt sein oder sollten Sie eher aufmerksam sein, um die Wahrnehmung des Schmerzes zu reduzieren, um diese Impfung, um diesen Nadelstich möglichst wenig schmerzhaft für Sie zu gestalten? Dazu gibt es ganz interessante Forschung, die sich nämlich genau damit beschäftigt, wie denn Erwartungen und wie Aufmerksamkeit unsere Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Und ich habe Ihnen hier mal eine wissenschaftliche Arbeit mitgebracht von Daniel Senkowski und Marion Höfle, die sich damit beschäftigt haben, wie wird denn ein identischer, leicht schmerzhafter Reiz wahrgenommen in unterschiedlichen Kontexten. Und dieser Kontext wurde hier erzeugt durch unterschiedliche Videos, nämlich einmal ein Video von einem Q-Tip, also von so einem Wattestäbchen, und einmal ein Video von einem Nadelstich. Wir haben also quasi immer den gleichen Reiz in unterschiedlichen Abstufungen und dann eben einmal kombiniert mit dem Bild von einem Wattestäbchen und kombiniert mit dem Bild von einer Nadel. Und die Versuchsteilnehmer sollten hier angeben, wie stark, also wie intensiv sie diesen Schmerz wahrgenommen haben und wie unangenehm dieser Schmerz war. Und es zeigte sich dabei, dass tatsächlich dieser visuelle Kontext beeinflusst, wie stark die Versuchsperson und wie unangenehm die Versuchsperson diesen eigentlich immer gleichen Schmerzreiz, diesen gleichen identischen Reiz beurteilen. Und es zeigte sich hier, dass der Reiz im Kontext von einem Video mit einer Nadel deutlich unangenehmer, deutlich schmerzhafter, deutlich intensiver hier empfunden wurde. Es zeigt also, dass unsere Erwartung, unser Kontext, in dem wir einen Reiz bekommen, beeinflusst, wie wir diesen Reiz wahrnehmen. Das heißt also hier, zusammengefasst haben wir eine visuelle Modulation der Schmerzwahrnehmung. Wenn wir nur einen Schmerz wahrnehmen, den wir nicht beispielsweise nicht antizipieren können, dann wird hier ein sogenanntes Schmerznetzwerk aktiviert, hier mit Aktivierung in unserem insulären Kortex und in unserem anterioren Cingulum und unserem somatosensorischen Kortex. Wenn wir aber diesen schmerzhaften Reiz antizipieren können, werden wir also erwarten, wann dieser Reiz kommt und schon wissen, das wird ein schmerzhafter Reiz, dann kann dieses Schmerznetzwerk, also diese beteiligten neokortikalen Strukturen, schon vorher aktiviert werden und es kann damit zu einer erhöhten Schmerzwahrnehmung führen. Das heißt also, kurz gesagt, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den schmerzhaften Reiz richten, wenn Sie also wissen, jetzt gleich kommt ein schmerzhafter Reiz, dann wird das vermutlich eher Ihre Schmerzwahrnehmung verstärken. Das heißt, andersrum gesagt, wenn Sie also ein
ein schmerzhaftes Ereignis erwarten, beispielsweise eine Impfung, dann ist eine gute Strategie, um diese Impfung, um diesen Nadelstich möglichst wenig schmerzhaft zu gestalten, sich irgendwie abzulenken, also keine Aufmerksamkeit auf diesen Bereich zu lenken. Also, wenn Sie eines Tages eine nächste Impfung haben oder das nächste Mal einen Nadelstich bekommen, dann wissen Sie, vielleicht ist es für Sie hilfreich, hier sich abzulenken und nicht unbedingt hinzuschauen, wo Sie von dieser Nadel gestochen werden. Aber auch hier, das können Sie mal bei sich selber überprüfen und schauen, wie verändert es denn eigentlich Ihre Wahrnehmung? Und das ist ein ganz interessantes Thema hier. Die multisensorische Integration, also den Einfluss von unterschiedlichen Reizen auf die Wahrnehmung eines kombinierten Perzepts. Und damit werden wir uns dann auch in der nächsten Woche noch genauer auseinandersetzen, wenn es um multisensorische Wahrnehmung geht. Heute aber wollen wir uns auf den Schmerz fokussieren und jetzt wollen wir uns im Weiteren einen wissenschaftlichen Artikel anschauen, der sich mit einer ganz besonderen Form des Schmerzes beschäftigt, nämlich dem sogenannten Phantomschmerz. Dieser wissenschaftliche Artikel von Hertha Flohr und Kollegen hat den Titel Phantom Limb Pain, a Case of Maladaptive CNS, also Central Nervous System Plasticity. Stellt hier also eine Frage auf, nämlich ist dieser Phantomschmerz das Resultat einer Plastizität in unserem zentralen Nervensystem? Das ist ein Übersichtsartikel, der sich mit unterschiedlichen Arbeiten befasst, die dieses Phänomen des Phantomschmerzes zusammenfassen. Schauen wir uns dazu zunächst mal an, was eigentlich Phantomschmerz ist. Wir haben Phantomwahrnehmungen auf einem ganz bestimmten Spektrum, also von dem Bewusstsein über ein Phantom, eine Phantomwahrnehmung bis hin zu einer tatsächlichen Phantomschmerz. Und diese Phantomwahrnehmung, die treten häufig dann auf, wenn wir beispielsweise Amputationen haben, wenn also uns ein Gliedmaß, eine Extremität, ein Teil unseres Körpers fehlt. Stellen Sie sich also vor, Sie haben eine Amputation, beispielsweise Ihres Armes, dann haben Sie ja zum einen ein Phantombewusstsein, also ein Bewusstsein dafür, dass dieser Teil Ihres Körpers nicht mehr vorhanden ist. Das wäre also ein Bewusstsein über ein Phantom. Sie können sich also noch vorstellen, wo Ihr Arm irgendwann mal war. Also das ist ein reines Bewusstsein darüber, dass Ihr Arm nicht mehr da ist, aber Sie können sich noch vorstellen, wo der vielleicht mal war. Und das kann dann auf einem Spektrum wandern, bis hin dazu, dass Sie den Eindruck haben, Sie könnten diesen nicht mehr vorhandenen Arm tatsächlich noch wahrnehmen oder dass Sie Schmerzen aus diesem nicht mehr vorhandenen Arm, aus diesem nicht mehr vorhandenen Gliedmaß tatsächlich wahrnehmen. Diese schmerzfreie Wahrnehmung nach einer Amputation, die tritt sehr, sehr häufig auf bei im Grunde fast allen Amputierten, also fast alle amputierten Menschen, können sagen, ja, da war mal ein Gliedmaß, ich habe noch irgendwie eine Art von Wahrnehmung, also ich habe noch ein Bewusstsein für dieses nicht mehr vorhandene Gliedmaß. Diese schmerzhafte Wahrnehmung, die tritt immer noch bei mehr als der Hälfte der amputierten Patienten auf. Häufiger dann, wenn wir die Amputation im Erwachsenenalter haben und in der Regel sind es auch nur milde Schmerzen, also kurzzeitige und einzelne Episoden, aber bei einem kleinen Teil dieser Patienten haben wir tatsächlich dauerhafte und sehr einschränkende, sehr belastende Schmerzen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, mit welchen neuronalen Prozessen denn diese subjektive Schmerzwahrnehmung zusammenhängt. Denn das ist ja für uns Psychologen ein ganz interessanter Fall, denn wir haben ja hier eine bewusste Wahrnehmung aus einem Körperteil, der objektiv eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Also wir haben hier eine Wahrnehmung aus einem Reiz, der eigentlich nicht da sein kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das denn funktionieren kann, dass hier diese Wahrnehmungsprozesse auftreten. Und dazu wollen wir uns diese Veränderungen in unserem Nervensystem auf zwei Ebenen anschauen. Zunächst mal auf Ebene des peripheren Nervensystems, also alles in den Extremitäten bis hin zur Verschaltung im Rückenmark. Und dann wollen wir uns anschauen, was passiert denn auf Ebene unseres zentralen Nervensystems hier, vor allem auf Ebene unseres
primären somatosensorischen Kortex. Also hier jetzt die Fragen an Sie, dass Sie sich, ich möchte Sie hier bitten, dass Sie sich anschauen, welche Veränderungen sich denn im peripheren Nervensystem nach einer physischen Verletzung zeigen. Also stellen Sie sich vor, wir haben ja unsere somatosensorischen Nerven und unsere C-Fasern, A-Delta-Fasern, die auch Schmerzinformationen leiten aus unserer Peripherie. Und jetzt trenne ich ein Gliedmaß ab, dann durchtrenne ich ja hier diese Axone der schmerzleitenden Fasern, dieser somatosensorischen Fasern. Und jetzt hier sollten Sie sich mal überlegen, was sind denn diese sogenannten Neuroma, also was passiert an den Axonen hier in unserem peripheren Nervensystem. Dazu möchte ich Sie mal bitten, sich nochmal zurückerinnern an die Veränderung an Verletzungen im peripheren Nervensystem und welche Rolle hier diese Myelinisierung um diese Nervenzellen, um diese Axone im peripheren Nervensystem, welche Rolle die da spielen. Das sind die sogenannten Schwann-Zellen und wir hatten das schon mal ganz kurz angerissen, was denn passiert, wenn ich so ein Axon durchtrenne, was denn dann diese Schwann-Zellen hier im peripheren Nervensystem machen. Und dann möchte ich Sie bitten, sich mal anzuschauen, wie tragen denn diese Neuroma, also diese Veränderung, zur Entstehung von Phantomschmerz bei? Was ist hier die Idee, die hier entsteht? Und dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, welche Veränderung wir denn an der Verschaltung von peripheren zum zentralen Nervensystem am Rückenmark haben. Dann nochmal die Wiederholungsfrage, was ist denn eigentlich dieses Dorsal Root Ganglion, also dieses Spinalganglion am Rückenmark, was ist das und was für eine Rolle spielt das hier für die Wahrnehmung? Und welche Rolle spielen dann auch diese nebeneinander liegenden Neurone, die dann eben hier in unserem Dorsalhorn am Rückenmark weiter verschaltet werden? Also schauen Sie sich nochmal hier diese Verschaltung auf Ebene der Spinalganglien und im Dorsalhorn des Rückenmarks an. Und dann gehen wir einen Schritt weiter zu unserem zentralen Nervensystem und schauen uns an, welche Veränderung finde ich denn nicht nur hier in der Peripherie, sondern welche Veränderung gibt es auch beispielsweise auf Ebene unseres somatosensorischen Kortex in unserem Neokortex. Hier also die Frage, welche zentralnervösen Veränderungen in unserem Neokortex beispielsweise zeigen sich nach einer physischen Verletzung? Und wie tragen diese Veränderungen dann zu dieser Phantomwahrnehmung bei? Hier relevant hier auch nochmal der Rückgriff auf den wissenschaftlichen Artikel von letzter Woche. Da hatten wir ja gelernt, welche Bereiche in unserem somatosensorischen Kortex von welchem Bereich unseres Körpers aktiviert werden und wie es hier auch zu Phantomwahrnehmung, zu Illusionen kommen kann, durch so eine Koaktivierung. Und hier wollen wir jetzt mal weitergehen und schauen, okay, welche plastischen Veränderungen, also welche Veränderungen aufgrund eines veränderten Inputs finden wir denn hier? Die erste Frage hier ist, was bedeutet denn in diesem Kontext Invasion, also eine Invasion in einem neuronalen Netzwerk? Dann die nächste Frage, was bedeutet Map Reorganization, also die Kartenreorganisation bei Phantomschmerz? Karte bezieht sich hier auf diese somatotope Organisation, also diese Organisation nach der Körperoberfläche in unserem somatosensorischen Kortex. Und dann zu guter Letzt möchte ich Sie bitten zu schauen, wie können wir denn unterschiedliche Stadien bei der Entstehung von Phantomwahrnehmung und Phantomschmerz unterscheiden und welche Prozesse liegen denn mit jedem Stadium der Veränderung hier zugrunde. Damit sind wir am Ende unserer heutigen 9. Sitzung zum Schmerz. Ich hoffe, Sie haben aus dem Buchkapitel und heute aus dem wissenschaftlichen Artikel so ein bisschen mitgenommen, wie unsere Schmerzwahrnehmung organisiert ist, also mit welchen neuronalen Prozessen im peripheren Nervensystem, im Rückenmark und im zentralen Nervensystem unsere Schmerzwahrnehmung zusammenhängt, wie auch Aufmerksamkeit und Erwartungen diese Schmerzwahrnehmung beeinflussen können und wie plastische Prozesse auf Ebene des peripheren und zentralen Nervensystems dazu führen können, dass wir hier Phantomwahrnehmung, Phantomschmerz empfinden.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und nächste Woche wollen wir uns dann mit dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Sinnen beschäftigen im Kontext von multisensorischer Wahrnehmung, also dem gegenseitigen Einfluss unterschiedlicher Sinne in unserer bewussten Wahrnehmung.